Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, hier bei OpenTTD mit der XIS-Mega-Staffel. Ich werde direkt das Spiel umpausieren, damit es weitergehen kann. Ich habe noch was gesehen, und zwar haben wir hier auf der rechten Seite Emsdorf, das auch schon, naja, eine Stadt ist, noch nicht ganz so groß. Aber ich habe mir gedacht, das könnten wir auch anschließen, weil es relativ nah beim Wasser ist. Und dann haben wir so ein quasi so ein Vier-Städte-Viereck rund um diesen See. Und ich denke, das wäre eine coole Sache. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ich mache mal die Großräume dazu. Dann haben wir einen weiteren Großraum Emsdorf. Und das wären dann erstmal Emsdorf Stadtbusse. Das ist das Erste, was wir tun. So, dann müssen wir hier ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen schöner machen. Jetzt ist die Frage, wo packen wir die Haltestellen hin? Ich denke mal, hier wäre unter Umständen keine schlechte Idee. Da ist eine Kathedrale. Ja, sonst haben wir nicht wirklich ideale Plätze, leider. Das wären zwei Felder. Wir müssen uns mit einer kleineren Station begnügen. Was auf Dauer vielleicht etwas ungünstig ist. Emsdorf Pumps. Ach, wegen denen da, wegen den Ölquellen. Nein, das ist Emsdorf Stadtspital, weil da direkt ein Spital nebendran ist. Und dann brauchen wir natürlich noch eine zweite Stelle, eine zweite Haltestelle. Was haben wir? 480.000 Einnahmen, das ist schon mal super. Ja, wir haben relativ viele Fahrzeuge jetzt ersetzt. Wir sind, glaube ich, immer noch dran. Ne, wir sind durch. Wir sind erstmal durch mit Ersetzen. Das heißt, ich würde ganz gerne als nächstes die Gera-Salzwald-Strecke ersetzen. Gera an der Elbe, Salzwald. Diese Busse sollten ersetzt werden. Und zwar mit dem Lok-B-Type. Auf geht's. Es kostet wieder ein Heidengeld, aber ich denke mal, müssen wir machen. Tja, wo packen wir die Haltestelle hin? Wenn ich die jetzt hier hin tun würde. Na, es ist doch einiges in... Es ist doch einiges noch im Einzugsbereich, von dem her, ich denke mal, das passt schon so. Die nehmen wir auch, machen wir auch anders. Lassen wir nochmal kurz die Transparenz einstellen und gucken. Was ist das hier? Einfach nur ein größeres Haus. Okay. Dann nennen wir das Emsdorf Hafen. Denn hier werden wir wohl auch... Ja, den Hafen hinbauen. Offensichtlich. Sonst würde das Ganze so keinen Sinn machen. Es ist jetzt nicht die beste... Ja, es sind jetzt nicht die besten... Busbahnhöfe. Meine Güte, heute kann ich nicht so richtig reden. Wir werden jetzt direkt den Lok-B-Type nehmen. Von jetzt an. So, du kannst loslegen. Und dann werden wir den auch direkt mal einsortieren und ja, das haben wir primär jetzt einfach mal gemacht, damit die Stadt anfängt zu wachsen. Und ansonsten, hier sieht es schon mal gut aus. Neuhahn-Münster wächst jeden 36. Tag und zwar nicht zu knapp. Was haben wir hier? 27, das passt eigentlich gerade noch. Hier können wir das Hotel noch anschließen eigentlich, oder? Ich denke mal, das machen wir. So, dann brauchen wir natürlich einen weiteren Busbahnhof. Ich mache den mal dahin. Ist jetzt die Frage. Ich denke mal, wir würden...
erstmal nach Neuhahnmünster dann gehen. Und dann ins Spa. Und dann geht's dann zurück in den Waldrand. Wir passen das direkt einfach mal an. Also, nach dem Tal gehen wir zum Spa. Okay, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Aber das ist sowieso nur temporär, weil wir den Hafen dann später anfahren werden. Die Höhe ist, glaube ich, naja, die bringt es noch nicht wirklich anzuschließen. Da sind einfach noch zu wenig Gebäude. Dramatisch ersetzen, fehlgeschlagen, das Geld fehlt. Okay, ja, das ist grundsätzlich zu erwarten. Wie sieht es hier aus? 700 via Querfort. Ich denke mal, hier müssen wir dann auch nochmal ein paar zusätzliche bringen. Wobei, da haben wir, glaube ich, erst gerade ersetzt. Vielleicht sollten wir erstmal warten, wie sich das Ganze entwickelt. Die Strecke ist auch rot. Problem ist, es fehlt momentan alles Mögliche an Geld. Okay. Ja, natürlich brauchen wir hier was. Ja, jetzt kommen hier die ganze Zeit natürlich diese Nachrichten, weil wir kein Geld haben. Da können wir noch, können wir mal 20.000 leihen. Jetzt ist Ende im Gelände. Dem müssen wir klarkommen. Das ist, es können die Jungs sich zumindest ersetzen. Aber weitere Expansionsschritte sind momentan dann wohl erstmal auf Eis gelegt, oder? Bis die Ersetzungen durch sind. Boah, das sind 26 Busse. Okay, das wird teuer. Das wird jetzt natürlich teuer. Ja, wenn es ein bisschen stockt, dann ist hier sofort eine Kolonne. Glücklicherweise haben wir hier den Bahnhof relativ groß gemacht. Deswegen will ich mindestens 3 Felder Bahnhöfe haben, weil irgendwann passiert dann sonst sowas hier. Glücklicherweise kriegen wir dann mit der Zeit auch etwas größere Busse. Also etwas Busse mit mehr Kapazität. Oh, hier ist ein Tunnel. Wo geht denn der hin? Oh, der geht hier durch. Ha, die haben hier einen Tunnel reingebaut. Das ist, gefällt mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so, weil jetzt gehen die... Moment mal kurz, das sind die... Moment mal, also... die kommen eigentlich von hier, müssen hier reingehen und dann hier durchfahren. Ich weiß nicht. Ach so, weil sie ins Depot gehen, dann fahren sie dann darum und dann gehen sie so wieder hoch. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das ist doch wesentlich besser, wenn die einfach dann hier eine Kurve machen und da wieder zurückfahren. Vielleicht hätte ich die Einbahnstraße eher hier machen sollen. Aber naja, was soll's. Wir lassen das jetzt erstmal so. Das soll uns nicht weiter stören. Geldtechnisch sind wir immer noch ziemlich am Arsch. Ja, Problem ist... Also was heißt Problem? Die Städte wachsen jetzt ziemlich heftig. Und dadurch steigt auch dementsprechend das Passagieraufkommen. Wir sind noch relativ früh. Wir haben noch nicht wirklich die guten Busse. Vielleicht haben wir ein bisschen zu schnell die Expansion vorangetrieben. So, wie läuft die Ersetzung? Immer noch dran. Ich glaube, 4-5 Stück oder so fehlen noch. Die meisten haben wir. Geld ist immer noch ein bisschen kritisch. Okay. Und jetzt ist hier... Sind hier die Probleme am Start? Okay, dann würde ich sagen, kopiere die dann nochmal dreimal und auf geht's. Werden wir dann natürlich auch irgendwann wieder ersetzen müssen. Aber, naja. Ja, die Hotels produzieren natürlich immer ein bisschen. Mit Post fange ich jetzt erst gar nicht an, weil die Straßen einfach, die Straßen sind sonst einfach zu. Und die Bushaltestellen sind auch
dafür ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass es sinnvoll wäre, jetzt hier irgendwie mit Post oder sowas anzufangen. Ist die Ersetzung durch? Noch nicht ganz. Aber wir haben genügend Geld. Okay. Ich denke mal, das lassen wir erstmal laufen. Boah, 3000 schon. Das ging schnell. Ja, hier brauchen wir natürlich auch nochmal, ich denke mal, mindestens 4 gesamthaft. Ja, das ist, wird hier sonst ein bisschen ein Problem werden. Hersdorf sieht gut aus, ist jetzt auch eine Großstadt geworden mit 2000. Wir können auch sagen, dass Großstädte erst ab 5000 sind. Weil ansonsten ist Gera auch bald eine Großstadt. aber, naja, ich habe das jetzt einfach mal willkürlich irgendwie eingeteilt. Neue Straßenfahrzeuge erhältlich. Ford Modell T. 12 Postsäcke. 64 km/h ist gut. Für lange Strecken wäre das gar nicht so verkehrt. Okay, jetzt wird hier abgeladen. Läuft einigermaßen, denke ich mal. Das hier ist auch ein Problem. 350 via Querfurt. Und hier sind auch viele, die Richtung Elsterdorf fahren. Ich denke mal, ich kopiere jetzt hier erstmal ein paar. Bevor wir die Ersetzung angehen, weil für die Ersetzung haben wir einfach... Fehlt uns das Geld, jetzt noch eine Ersetzung durchzukriegen. Und ich hoffe, dass das jetzt zumindest ein bisschen besser wird. 2600. Boah, das ist heftig. 2600. Wo wollen die gesamthaft hin? Wir können mal gucken. Okay, das verteilt sich jetzt ziemlich. 500 Elba Zentrum, Stadtrand, Spaß. Das. Die sind ungefähr. Die sind relativ gleich verteilt. Dann 170 nach Elsterdorf. Und 280 nach Herzhafen und München. Ich vermute, wir werden zusätzlich hier trotzdem nochmal. Trotz der Ersetzung nochmal ein paar Busse hinzufügen müssen. Warum ist das hier eigentlich rot? Das verstehe ich nicht. Das dürfte eigentlich nicht rot sein. Okay. Geht runter. Was ist das hier? Da haben wir auch 2000. Okay. Tja. Ach so, deswegen ist das hier auch rot, weil die hier alle nach kleinen Stuttgart wollen. Deswegen müssen wir hier auch nochmal ein bisschen ausbauen. Ich kopiere erstmal. Weil die bedienen ja sowohl den Stadtrand als auch West. Also das, hier nehmen sie zwar keine Passagiere mit, aber das ist einfach nur eine Folgekonsequenz von dem Stau, den wir hier im Stadtrand haben. Vielleicht sollten wir diese Haltestelle umbenennen. Aber dann müsste ich auch wahrscheinlich hier irgendwo was umbenennen. Oder haben wir klein Stuttgart? Ja, hier haben wir Salzwald Stadtrand. Ich denke, ich werde das umbenennen. Und zwar einfach nur nach Salzwald, weil die Busse bedienen jetzt mehrere Stationen. Und ich denke mal, das hier würden wir... Oh, hier unser... Ich glaube, unser Firmensitz ist wieder ein bisschen gewachsen. Das hier werden wir umbenennen. Das ist Salzwald Mitte. Ja, Salzwald 9000 Einwohner. Das ist schon heftig. So, und hier ist immer noch rot. Okay. Kopiere nochmal. Problem ist, wir sind jetzt so ein bisschen stümpelt vor sich hin. Ich will jetzt aber, es ist noch ein bisschen zu früh momentan, um Cuts reinzumachen. Da bin ich der Meinung. Deswegen werde ich das nicht tun. Wir können mal die Finanzen begutachten. 270.000 da.
Wie sieht es hier bei denen aus? 35, 36. Also die Uhrzeigersinnbusse sind ein bisschen profitabler. Die Ersetzung ist komplett abgeschlossen. Das hier sieht auch gut aus. Ich denke mal, es sprudeln die Einnahmen dann auch wieder, wenn da die Ersetzungen gut sind oder durch sind. Und das hier hat sich sogar auch ein bisschen behoben. Obwohl es immer noch 2700 sind. Was haben wir? 500. Ja, wir haben nochmal 80.000 zusätzlich gemacht. Okay. Ja, dann mach nochmal zwei. Hilft ja nichts. Die sind halt nicht viel schneller. Ich weiß, dass wir, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. 19, 20, 30 oder so. Dann kriegen wir nochmal ein paar schnellere Busse. Die dann auch nochmal ein bisschen mehr Kapazität haben. Aber für den Moment müssen wir uns leider mit dem zufrieden geben, was wir haben. Das hier scheint immer noch ziemlich schlecht zu sein. 400. Elsterdorf. Ich weiß nicht, ob ich die einfach... Soll ich die einfach ersetzen? Das Problem ist so ein bisschen, das ist eine eher längere Strecke. Ich weiß nicht, ob ich hier die unzuverlässigen Busse haben möchte, die nur eine sehr niedrige Qualität haben. Oder ob ich einfach noch zusätzliche hiervon reinpacken. Ich werde erstmal noch ein paar davon weitermachen. Das hier sieht gut aus. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt einfach erstmal warten, bis die Städte wachsen. Also bei Emsdorf und bei Hersdorf. Und ja, hier können wir auch nochmal ein paar zusätzliche reinmachen. Gibt ja alles auch wieder Profit im Endeffekt. Je mehr Busse wir haben, je weniger lange die Leute warten müssen, desto mehr Profit haben wir. Okay, ich weiß es noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, hier das bereits anzuschließen. Weil ich befürchte eine ziemliche Lasterhöhung dann auf das Netzwerk hier. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne erstmal warten, bis sich das ein bisschen eingependelt hat. Bevor wir jetzt mit Schiffen komplett crazy gehen. Das hier brauchst du nämlich auch nochmal ein paar Depots. Nee, Moment mal, das ist... Ach, wir lassen das erstmal. Ist eher schlecht, weil dann fahren sie hier rum, aber was soll's. Das Bessere haben wir gerade nicht. Dann können wir vielleicht... vielleicht will ich hier auch die Straße noch weiterziehen. Wenn wir schon eine Kreuzung haben. Ich lasse das mal so. Das wächst auch sehr schnell, die Stadt. Das heißt, wir sollten, ich denke mal, demnächst sogar hier relativ eine gute Anzahl an Häusern haben. Schätze ich. So, wir können mal... Da ist auch nochmal ein Hotel. Neustraußhorst. Ich glaube, das haben wir bereits angeholt. Ich denke mal, wir können langsam aber sicher mal dann uns irgendwie eine Übersicht machen, was wir abgesehen von Passagieren als erstes befördern möchten. Ich habe hier ein Kohlebergwerk gesehen. Wie das funktioniert, ist folgendermaßen. In dem Xis-Modpack. Grundsätzlich, das ist die Basisproduktion, 180 Tonnen Kohle im Monat. Wenn man aber Engineering Supplies anliefert, und zwar 20 Kisten innerhalb von 3 Monaten, dann wird die Produktion erweitert. Und wenn wir 60 alle 3 Monate anliefern, dann wird das richtig produzieren hier, dieses Kohlebergwerk. Die Frage ist, ob wir irgendwo einen Abnehmer haben. Wir können hier die Produktionskette mal angucken.
Wir sehen hier das Kohlebergwerk. Und das sind hier die Abnehmer. Das wären die Zulieferer, die die Engineering Supplies anbieten. Das kann ich, weiß ich aber vom Schiff aus schon, dass das nicht stattfinden wird momentan. Deswegen gucken wir uns Fracht wählen. Nein. Kohle. Wobei, ich glaube, wir waren schon bei Kohle, ne? So, dann schauen wir uns das auf der Übersichtskarte an. Hier ist unsere... Okay. Man sieht es nicht so gut, aber ich kann leider nicht reinzoomen. Hier dieses schwarze Fältchen hier. Das ist das Kohlebergwerk. Wenn ich jetzt hier rüber fahre, fängt das an zu blinken. Und jetzt haben wir die Abnehmer. Das wäre mal ein Oil Extractor. Von denen gibt es aber keine. Coke Oven und Power Plants. Also wir haben 4 Power Plants. Da wären da 2. Wir können das mal ein bisschen mehr zentrieren. Die sind aber relativ weit weg. Und die Coke Oven, da gibt es auch 4 Stück. Die werden rot auf der Map. Ich sehe nichts Rotes. Doch, da oben ist einer. Einer, 2. Die sind alle, scheinen 3. Scheinen auch alle relativ weit weg zu sein. Also da haben wir nicht wirklich was Ideales. Was auch ganz gut geht, ist Holz zu Timber. Und ich meine, hatten wir nicht irgendwo einen Wald? Wir können uns das mal angucken. Fracht stelle ich mal auf Holz. Also wir müssen uns ein... Das hier ist ein Sägewerk, wir müssen uns einen Wald suchen. Gucken, ob wir einen Wald in der Nähe haben. Wir haben sogar 2 Sägewerke. Das bringt uns leider nicht so viel. Ja, Wälder sind leider auch nicht wirklich in der Nähe. Die sieht man so schlecht auf der Karte. Die sind ein bisschen dunkel. Dieses dunkelgrün da. Das scheinen wirklich nur die beiden zu sein. Was produziert der? 192 Tonnen. Ich meine, das ist machbar. Es ist relativ weit, aber es wäre machbar. Ich weiß nicht, ob das gut ist als erste Exkursion. Brauchen wir... Ich denke mal, vielleicht sollten wir die hier ersetzen. Aber die sind noch relativ jung. Das hat sich beruhigt. Dann haben wir hier ein bisschen Verkehr Richtung München. Ich denke mal, machen wir auch nochmal 3. Das lässt sich gut vertragen. So, ich werde mal ein bisschen was zurückzahlen. Damit wir weniger Zinsen zahlen, weil wir sind jetzt gerade ein bisschen anderweitig beschäftigt. Dann, was habe ich hier gesehen? Ölquellen. Dann gucken wir mal die an. Schauen uns das auf die Übersichtskarte an. Wir suchen nach einer Ölraffinerie. Gibt es leider nur 2 Stück. Hier unten wäre eine, gelb markiert. Da oben auch nochmal eine. Da hätten wir was direkt nebenan. Das ist die Raffinerie. Das wären Ölquellen. Die sind sogar relativ... Die hauen was raus. Da wäre auch nochmal ein Wald. Ha. Ist jetzt die Frage. Das hier könnte Kohle brauchen. Bulk Terminal. Ah ne, das produziert Kohle. Das ist was anderes. Ja, auch das ist ein bisschen weit weg. Ich meine, das hier lässt sich ganz gut machen. Das ist eine relativ einfache Strecke. Die Frage ist, was bringt uns das? Petrochemicals und Petroleum Fuels. Müssen wir mal gucken, ob wir für die irgendwas in der Nähe haben. Ich vermute, das werden generell in der Tendenz
eher längere Strecken sein. Aber Öl ist ganz gut, weil es eine gute Basisproduktion hat. Kohle ginge auch, aber haben wir angeguckt, das ist meilenweit nix, oder? Das ist auch nochmal ein Kohlewerk. Wo ging Kohle nochmal hin? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. In die Powerplants. In Coke Ovens. Schau nochmal auf der Übersichtskarte. Ja, das wäre das hier. Wobei das eher suboptimal, weil wir hier nichts rauskriegen. Von dem her macht es wahrscheinlich eher Sinn, die Kohle im Endeffekt dann doch in den Coke Oven zu bringen. Obwohl er, naja, ein bisschen weit entfernt ist hier hinten. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie was Sinnvolles ist. Nun gut, wir haben ein bisschen Geld wieder. Ich denke mal, wir schieben das erstmal beiseite. Wir können es uns nicht großartig leisten. Und klar, ich meine, wir könnten jetzt natürlich die Ölquellen hier anschließen. Die Frage ist, ob das jetzt so super produktiv ist, wenn wir noch nicht wirklich wissen, was wir mit den Sachen dann machen. Die haben relativ viele Abnehmer. Aber wir müssen das ein bisschen genauer durchdenken im Endeffekt. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel hingekriegt. Wir haben einfach nur ein bisschen was erweitert. Aber Zementplant. Aber wir haben uns vielleicht ein bisschen eine Übersicht verschafft. Ja, was halt so alles in unserem Kerngebiet sich alles befindet. Niederstadt haben wir hier noch. Das könnten wir hier noch anschließen. Allerdings ein bisschen weiter. Und hier haben wir eine Kautschuk-Plantage. Die ist aber, produziert nicht so viel. Nun gut. Ich denke, wir machen hier erstmal einen Break. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Vielleicht machen wir doch irgendwas mit dem Öl. Vielleicht gucken wir erstmal noch ein bisschen uns weiter um, was es sonst noch alles so gibt. Was wir irgendwie in der Nähe hier verbinden können. Vielleicht schließen wir auch noch ein paar weitere Dörfchen an. Neues Flugzeug. Nice. Gute Sache. Und gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Wir haben noch einige Industrien, die wir uns ansehen können. Vielleicht finden wir ja was, das sich gut vermarkten lässt. Aber gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.